Yo, Freunde, was geht ab? Peace, ich darf euch schon wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal begrüßen und heute packen wir mal wieder einen Schuh von der Seite sharesneakers.com aus. Ihr wisst ganz genau, sharesneakers ist mein Langzeitpartner und mit dem Code German spart ihr auf der Webseite immer den maximalen Rabatt, also 10%. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, Freunde, dann kommen wir auch immer sofort zum Schuh. Wir können schon die Box sehen. Es handelt sich um den Travis Scott Jordan 1er Reverse Mocha und ich muss zum Schuh sagen, ich liebe ja diesen Schuh. Nebenbei zeige ich euch die Box. Die Box hat auch richtig schöne Größe. Ja, ich liebe diesen Schuh wirklich. Der ist sehr, sehr schön. Man kann ihn auf fast alles tragen. Haben wir eine Size 44 am Start. Von unten auch sehr clean. Ich glaube, hier fehlen so ein paar Sachen, aber kein chinesischen Sticker oder sonstiges. Und ja, also der Schuh ist wirklich sehr, sehr clean, der geht auf sehr vieles. Man kann den zu schickeren Outfits anziehen, aber auch zu Streetwear-Outfits, sonstiges. Man kann den wirklich sehr, sehr schön kombinieren. Wenn wir die Box öffnen, kommen uns hier einmal die Sharesneakers Dankeskarte entgegen. Thanks for trust, sharesneakers.com, WhatsApp, Instagram schon hier. Oder auch in den Kommentaren habe ich den, den Kommentar angepinnt. Ich glaube hier, ja genau. Hier ist noch ein Stock X Tag, sogar mit X. Wer das braucht, hat es auf jeden Fall dabei. Ich finde Stock X Sachen eh nie so interessant. Aber hier haben wir einmal das normale Papier, heißt mit den Smiley Nike Zeichen, Cactus Jack, Air Jordan Zeichen und so. Hier haben wir das Air Jordan Zeichen. Ohne das Fragment, weil manche packen da aus in das Fragment rein. Und hier machen wir das ganz normale Weiße. Dann haben wir hier den Schuh, hole ich einmal ganz kurz raus. Und hier drunter haben wir den anderen Schuh. Und was man auch sehen kann, was man auch erwähnen kann, ist, dass hier diese grüne Sticker in der Box ist. Ist auf jeden Fall am Start, ansonsten haben wir hier nichts mehr drin. So, und Versandzeit vom Schuh waren, glaube ich, 12 Tage. Ging auf jeden Fall richtig schnell. Ich meine, 12 Tage ist keine so lange Zeit, wenn man bedenkt, kommt aus China, 3x Versand heißt zollfrei, also ihr habt gar keine Zollprobleme. Wenn ihr bei Sharesneakers bestellt und innerhalb der EU wohnt, nehmen wir uns einmal ganz kurz den Schuh, denn hier sind die extra Laces drin. Und ja, das hatte ich schon auf den Kursibelgang gesehen, doch in meinem Falle war es mir egal, denn hier sind zweimal weiße Laces, statt ein braunes Paar Laces, glaube ich, müsste hier sein. Aber mir wäre das egal, ich habe den Schuh schon mehrmals zu Hause. Weird Flex an der Stelle. Aber nein, ich habe den Schuh mehrmals zu Hause. Ich benutze eh nur die Laces, weil ich finde diese beige Laces passend am besten zum Schuh. Wenn ihr das seht, zum Beispiel sind zweimal dieselben Laces oder der Schuh hat irgendeine Marke oder sonstiges auf den QC-Bildern, dann sagt ihm das, dann kriegt ihr einen neuen Schuh zugeschickt. Also nochmal neue Bilder vom Schuh, der dann losgeschickt wird, denn ihr habt immer genau die, also die Bilder, die ihr bekommt, die QC-Bilder sind immer genau den Schuh, den ihr bekommt. Mir war das in dem Fall egal, ich habe den Schuh schon mehrmals, ich habe auch noch braune Laces zu Hause, deswegen. Aber machen wir mal weiter, wir sehen hier Nike Session, sehr, sehr schön. Hier kann man das auf der Kamera erkennen, das Suede, Sway, wie auch immer ihr es nennen wollt, Wildleder, ist auf jeden Fall beweglich. Jawohl, hier in dem Winkel sehen wir es perfekt, sehr, sehr schön, kann man rum drauf malen, sehr, sehr schön gemacht. Hier auch Torbox, sieht auch sehr clean aus. Müssen wir den Winkel finden, wo man es in der Kamera sieht. Genau hier, zack, kann man drauf rum malen. So, ansonsten haben wir hier die Zunge, sieht auch sehr schön aus, Cactus Jack, Air Jordan Logo. Penis-Spiel, das sehr gut ist. Von hinten sieht es sehr, sehr gut gemacht aus. Hier der Code. Der sieht sehr clean aus, der Schuh, muss ich sagen. Sonst von innen die Insole. Auch sehr, sehr schön. Jumpman, schön halb drin. So wie wir es haben wollen. US 10 sehen wir nochmal. Das heißt, jetzt sieht alles sehr, sehr clean aus. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr schönen Schuh. Von hinten steht Cactus Jack Smiley, hier ein ganz kleines bisschen dreckig, muss man sauber machen, aber ansonsten guckt euch den Schuh an, Cactus Jack steht hier, ein sehr, sehr schöner Schuh und ich kann euch den Schuh wirklich auch nur ans Herz legen, ich habe den sehr oft früh zu Hause gehabt, aus den alten Videos von meinem gebannten YouTube-Kanal, ich habe den immer weggegeben an Freunde etc., aber jetzt habe ich ihn auch seit längerem selber,
habe den im Sommer ab und zu mal getragen und es ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ein sehr, sehr schöner Sommerschuh, Winterschuh. Ihr könnt den wirklich immer tragen. Auf eine helle Hose, auf eine dunkle Hose, auf eine beige Hose, auf eine kurze Hose, ist scheißegal. Ihr seht immer, also der Schuh sieht immer sehr, sehr gut aus, passt meistens eigentlich perfekt zum Outfit. Und ja, ich finde einfach, das ist auch der schönste Travis Scott Schuh, meiner Meinung nach. Das ist hingefallen, aber Jumpman auch wieder hier, halb drin. Sehr, sehr schön. Also ist der schönste Travis Scott Schuh, den es gibt. Vor allen Dingen von den Jordan 1 finde ich den am besten. An zweiter Stelle ist der Fragment. Low, der ist auch sehr, sehr geil, aber der ist nochmal ein Ticken besser. Aber ja, ihr habt den Schuh gesehen. Ich brauche euch gar nicht, glaube ich, mehr davon überzeugen. Wenn ihr einen geilen Schuh haben wollt, vor allem John 1, holt euch auf jeden Fall den hier. Vom Preis ist auch relativ in Ordnung, kann man auf jeden Fall zahlen. Für die Qualität ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allem zollfrei, keine Probleme, etc. Ja, ich finde den Schuh wirklich mega. Ich würde den Ganzen eine 10 von 10 geben, okay, 9,5 von 10 wegen den falschen Laces, könnt ihr aber Bescheid sagen, sonst wäre es eine 10 von 10. Aber das war es jetzt von mir, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, peace.